Guten Abend miteinander. Es freut mich, dass ich euch zeigen kann, wie dass man heute die Sonnenenergie nutzen und wie man vorgeht. Das ist das Ziel von meinem Referat. Ich bin schon etwas länger in der Branche, wie gesagt worden ist. Ich habe weit über 1000 Anlagen gemacht und musste überlegen, welche Anlagen in dieser Region haben wir gemacht. Das ist Jahrzehnte her zum Teil und da sind mir doch ein paar aufgefallen. Und wenn man mit dem Zug so durch die Landschaft fährt, muss ich sagen, so im Raum Gossau, Herisau hat es also ordentliche Anlagen, aber es hat vor allem noch sehr viele Dächer, wo man noch etwas machen kann. Aber im schweizerweiten Vergleich muss ich sagen, seid ihr hier schon ziemlich gut aufgestellt. Also die Anfänge sind schon ganz ordentlich. Ich stelle euch kurz vorstellen, woher, was wir jetzt machen. Ich hatte früher eine Photovoltaik-Firma mit 35 Leuten und vor etwa 10 Jahren habe ich gedacht, jetzt werde ich langsam alt und das wird auch noch länger gehen, bis da die Energiestrategie richtig kommt und das richtig abgeht. Dann kann ich jetzt auch langsam etwas anderes machen, da habe ich gedacht, vielleicht wäre es eine gute Idee, meine Erfahrungen den Jungen weiterzugeben und die Professur zu übernehmen in Burgdorf. Das war damals die einzige gewesen. Und 3 Monate später war Fukushima gewesen, das war alles ganz anders gewesen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich die Professur gar nicht antreten. Allerdings ist es natürlich gleich sinnvoll, den Jungen die Erfahrung weiterzugeben. Der Geschäftsführer der grössten Photovoltaikbude in der Schweiz, das war ein Student von mir und es gibt ganz viele ehemalige Studenten, die heute in der Branche sind und das weitermachen und die haben ja dann noch ein länger Schlaufe als ich. Im Photovoltaiklabor der Berner Fachhochschule, das hat vor etwa 30 Jahren angefangen mit Photovoltaik und zwar kommt das ein bisschen daher, dass wir in Bern 3 Ingenieurschulen hatten. Die einen haben Solarmobil gemacht in Biel. Das war sehr populär, kommen wir noch dazu. Und die in Burgdorf haben dann natürlich ein bisschen alt ausgesehen. Die Studenten wollten alle auch ein Solarmobil bauen, das ist lustig. Und an Rennen gehen nach Australien und Amerika und so. Und der Professor dort hat dann gedacht, ja, das können wir auch nicht so gut, weil Bieler haben eine Autoabteilung. Und hat gedacht, dann machen wir vielleicht gescheiter stationäre Photovoltaik. Und das ist eigentlich so die Kernaktivität. Wir tun also Photovoltaikanlagen ganz genau messen und wollen herausfinden, was muss man machen, damit die sehr lang gut funktionieren. Und sehr lang gut funktionieren, da sehen wir heute einen Horizont von 40 Jahren, nicht mehr 25 Jahre wie vorher. Das Kernelement und der Schwachpunkt früher war der Wechselrichter. Darum hat man angefangen Wechselrichter zu testen, man hat Normen entwickelt, wie man die Wechselrichter muss testen und konstruieren. Die Normen sind mittlerweile eingeführt und wir sind das einzige Wechselrichter-Testlabor, das akkreditiert ist in der ganzen Schweiz. Dann haben wir uns angefangen interessieren, wie muss man die Photovoltaikanlagen auf Gebäude bringen oder wie muss man noch besser Gebäude so planen, dass der Strom dann kommt, wenn wir ihn brauchen und nicht einfach im Sommer, am Mittag einen riesen Überschuss. Wir sagen dann PV-oriented Buildings, da ist also die Architektur dabei, wir haben eine Architekturabteilung bei uns. Und dann haben wir den Photovoltaikstrom und heute ist es nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, dass man den einfach ins Netz einspeisen kann und 75 Rappen bekommt pro Kilowattstunde. Heute muss man den vorwiegend selber brauchen und wir sagen dann PV2X, also jetzt müssen wir schauen, dass wir den möglichst selber brauchen können. Und eine der Möglichkeiten ist nachher Elektrofahrzeuge, Smart Users und ähnliche Sachen. Das sind so die Forschungsgebiete, wo wir drin sind. Dann tun wir uns mit Detailfragen beschäftigen, wie Lichtbogendetektoren für PV-Anlagen. Das ist technisch sehr knifflig. Oder wir uns überlegen, wie sieht Stromnetz aus in einer Gemeinde, wie zum Beispiel in Gossau oder Herisau. Und haben hier ein Beispiel, das ich noch vorstellen. Wir sind etwa ein Dutzend Leute, außer zwei halben. Und zwar bin ich das und da der Herr Borna, sind alle Drittmittel finanziert. Das heisst, der Kanton Bern hat hier Steuereinnahmen von meinen Mitarbeitern. Das reicht locker für meinen Lohn zu finanzieren. Die also Gratis-Professor, da haben sie Glück gehabt. Und wir sind Teil von einem grossen Forschungsnetzwerk von InnoSwiss. Das ist eine Organisation vom Bundesamt für Wirtschaft, das ist also der Parmelin. Und da geht es darum, dass man Innovationen in die Schweizer Wirtschaft bringt. Und in dem Fall von den SCC, Swiss Competence Energy Research, da gibt es 8 thematische Forschergruppen, die sich darum tun, was muss man alles machen, damit die Energiestrategie 2050 technisch gut funktioniert. Da ist meistens der Chef von dieser ganzen Arbeitsgruppe ist ein Professor von ETH, von EPFL oder vom PSI. Im Fall von den Netzen der Zukunft, wo wir drin sind, ist das ein Professor von EPFL.
Und für uns, für Fachhochschule, ist das natürlich relativ anspruchsvoll, da mit unseren Fachhochschulabsolventinnen und Absolventen, wenn wir da mit der EPFL müssen, konkurrieren müssen. Das ist so ein bisschen wie wenn man mit der Juniorenmannschaft Champions League spielen. Das muss man ein bisschen überlegen, wie man das macht, dass man nicht flach rauskommt. Und wir haben hier ein paar erfahrene, ältere Leute, das ist nicht so vorgesehen bei uns. Wir haben hier eine habilitierte Professorin von Uni Bern. Und da ein paar erfahrene Leute, der Herr Schott, der war schon bei der ersten Tour de Sol in Romanshorn unter dem Fahrzeug und hat die technische Abnahme gemacht. Das ist so ein bisschen unser Trick. Wir haben hier erfahrene Leute. Der Herr Borna macht seit 20 Jahren Wechselrichtertest und hat letztes Jahr eine neue Wechselrichtertopologie erfunden, die wir haben patentieren konnten, der sogenannte Borna-Konverter. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, den wir haben. Und dann tun wir natürlich das Kerngeschäft. Bachelorstudenten ausbilden, also Elektroingenieure. Und die, die wollen, die können noch weitergehen, das gibt den Masteringenieur. Kurz etwas vom Hintergrund der ganzen Energiefrage. Das erste ist mal, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Wenn man das Klima einen grösseren Fokus anschaut, dann haben wir lange Zeit erneuerbare Energie gebraucht und vor ein paar hundert Jahre haben wir gelernt, nicht erneuerbare Energien zu nutzen. Zuerst Kohle, nachher Öl, Gas, Uran. Und haben hier ein flottes Wachstum erzielt. Das ist immer schön, oder? Wir haben hier die Vorratskammer können anzapfen und brauchen jetzt die Energie, die über hunderte von Millionen Jahren angesammelt worden ist. Und irgendwann ist dann natürlich die Vorratskammer leer. Und dann geht es dann wieder runter und dann gibt es den Streit und schlechte Stimmung. Und das ist der Grund, wieso dass wir müssen überlegen, wie geht es da hinten weiter, weil wahrscheinlich wollen die meisten Leute nicht so auf den Komfort verzichten, den wir uns daran gewöhnt haben. Also wir müssen umstellen, das ist natürlich relativ schwierig, vor allem wenn man noch den Hintergrund anschaut. Im Moment ist es nämlich so, dass man immer noch viel mehr Subventionen bekommt, wenn man die fossilen Energien, also wenn man in die Vorratskammer greifen, gibt es noch Subventionen. Das ist also, wenn ihr nicht arbeiten geht, gibt es noch Subventionen, dass ihr nicht arbeiten geht. Und ihr dürft noch vom Aktienkapital zehren von der Firma, statt dass ihr arbeiten geht. Das gibt wesentlich mehr Subventionen, als wenn man erneuerbare Energie nutzt. Das ist ziemlich verrückt, aber das ist die Realität. Das tut die Internationale Energieagentur jedes Jahr erheben und es ist immer so, es gibt immer noch viel mehr Subventionen für fossile Energien. Kohlepfennig und ähnliche Sachen. Also da könnt ihr euch schon vorstellen, die Rahmenbedingungen sind auch noch wichtig. Jetzt die ganze CO2-Frage, die schon angetönt worden ist, das ist nichts Neues. Oder man denkt, das ist neu, aber das stimmt nicht. Die Internationale Energieagentur, das sind die Industriestaaten von Europa, Amerika, Kanada, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Die haben sich vor über 10 Jahren sich schon überlegt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird der CO2-Ausstoß sich verdoppeln. Das ist ganz einfach, weil der Energieverbrauch zunimmt, weil die Chinesen jetzt auch Energie brauchen, die Inder brauchen Energie und so weiter. Die wollen alle auch ein Auto haben, die wollen vielleicht mal in die Schweiz in die Ferien kommen, so wie wir in die Länder in die Ferien gehen. Sie wollen ein geheiztes Haus und eine Klimaanlage und Elektronik und so weiter. Das braucht alles noch mehr Energie und entsprechend geht das hier aufs Doppelte, wenn man nichts macht. Wenn man das macht, sind wir in einer Temperaturerhöhung im Schnitt von etwa 5 Grad. In der Schweiz dann noch etwas mehr, weil wir ziemlich weit weg vom Meer sind. Also ist es keine dumme Idee, dass man etwas macht. Und die G8-Staaten, das sind die grossen Industriestaaten, haben dann der Internationalen Energieagentur den Auftrag gegeben, machen hier Programm, damit man den CO2-Ausstoß halbieren kann. Im 2050 immer unter der Annahme, dass die Chinesen und so alle die Autos kaufen, die sie jetzt bereits übrigens machen. Und trotzdem, dass wir mehr Energieverbraucher haben, sollte der CO2-Ausstoß halbiert sein. Das hat man im 2007 bereits gemacht. Was aber anders ist, heute im 2019, wenn wir jetzt schauen, die Photovoltaik ist im Vergleich zu 2007 12-mal günstiger geworden. Also das ist heute nicht mehr mit einem hohen Finanzeinsatz nötig. Heute kann man sich überlegen, ja, das ist ja billiger, als wenn wir fossile Energien brauchen, dann können wir ja gut umstellen. Bei den Fahrzeugen auch. Elektrofahrzeug gibt es heute. Die Internationale Energieagentur schaut 38 Technologien an und macht bei den wichtigeren Technologien gibt's sogenannte Roadmaps, also Pläne, wie muss sich das entwickeln, damit das da gut kommt mit dieser Halbierung vom CO2. Und es gibt von diesen 38 nur 4, die auf Kurs sind für eine Temperaturerhöhung von 2 Grad. Das ist Photovoltaik, Wind am Land, Batterien und Elektrofahrzeuge. Auch andere, wie zum Beispiel Kernfusion, oder? Das kommt auch vor, das ist überhaupt nicht auf Kurs, funktioniert auch noch nie. Biomasse oder
Windenergie im Meer, das sind alles Technologien, wo man daran forscht, Wellenenergie und so weiter. Aber die müssen die Hausaufgaben noch fleissig machen, da fehlt es noch viel. Jetzt haben wir in der Schweiz ja eben nach Fukushima in kürzester Zeit die ganze Energiepolitik auf den Kopf gestellt. Das hat Frau Leuthard gemacht. 3 Monate nach Fukushima ist sie mit der Energiestrategie 2050 gekommen, die wir schnell anschauen. Und man hat dann nachher die 10 Ziele formuliert. Also wir wollen weniger Energie brauchen. Zielvorgaben für CO2 bei Fahrzeugen, das Gebäudeprogramm für energetische Sanierung, wo die Kantone zuständig sind, Richtwert für erneuerbare Energien, das befristetes Einspeisevergütungssystem, schnellere Bewilligung von erneuerbaren Energien. Denken mal, wie lange es geht, bis eine Bewilligung hat für einen Windgenerator. Grosskraftwerke sollte man unterstützen. Das war einfach die Lobby im Parlament, die gesagt hat, da wird auch Geld verteilt, aber wir wollen auch noch etwas. Wenn wir ja gut, dann bekommen wir etwas, dann seid ihr ruhig und auch dafür. Wäre eigentlich nicht nötig, aber so läuft es halt bei uns in der Schweiz. Dann hat man den Netzzuschlag erhöht, damit man Umwälzungsgelder hat, für die Energie zu fördern, da für das befristete Einspeisevergütungssystem. Und was neu ist, man kann den Eigenverbrauch machen, da kommen wir noch dazu. Und dann hat man gesagt, wir wollen die AKW auslaufen. Man hat nachher noch Ziel formuliert, und zwar ist das eigentlich aus der allerersten Botschaft vom Bundesrat. Man hat gesagt, wir werden etwa 12 Terawattstunden, wir brauchen etwa 60 Terawattstunden Strom, also 20% soll aus Photovoltaik sein, 4 Terawattstunden oder 4000 Gigawattstunden sollte Wind sein und die tiefe Geothermie, das ist, wenn ihr also ein paar tausend Meter runterbohrt und nachher warmes Wasser hat und ein Kraftwerk betreiben könnt. Ich sage auch bei meinen Studenten, Geothermie funktioniert sowieso nicht. Wenn, gibt es Risse in den Hausmauern, das haben die Hausbesitzer nicht gerne und dann wählen sie die Politiker nicht mehr, die das machen. Also das könnt ihr vergessen. Und Windenergie ist auch ein schwierig in der Schweiz, wenn man so schaut, wie kompliziert das ist, bis man mal so ein Windrädchen aufgestellt hat. Da sage ich, ja, das ist auch noch nichts. Also wir machen sicher schon mal 20 Terawattstunden. Jetzt, wenn man schaut, das ist ein typisches Politikerprogramm, oder? Das sagt, zuerst machen wir mal nichts bis 2020, dann sind die Politiker wahrscheinlich alle schon pensioniert, die das beschlossen haben, und dann machen wir ein bisschen etwas, da sind sie vielleicht schon nicht mehr belastungsfähig, und nachher geht es dann richtig auf. Oder das heisst am Anfang, da sind alle dafür, man macht ja zuerst mal gar nichts, was einem wehtut, und nachher, wenn es dem nicht mehr angeht, macht man ein bisschen mehr, und dann sollen die schauen, wie sie dann da das Zeug erreichen. Aber am Schluss erreichen wir das Ziel. Jetzt, das ist Theorie, Praxis ist ein bisschen anders. Bei Photovoltaik sind wir mittlerweile bereits da. Also wir wären jetzt schon etwa im Jahr 2025, obwohl wir eigentlich noch viel mehr machen sollten. Dann haben wir Anlagen KEF, das war noch im 2017 gewesen. Da sind wir bereits da. Und wenn man schaut, alle Projekte, die es im 2017 gab, wären schon da. Dann haben die Schweizer EW ganz viele Windprojekte gekauft im Ausland. Dann wären wir schon da. Mittlerweile sind sie auch schon da. Die kaufen immer noch zu, wie die Verrückten. Also eigentlich wären wir schon da. Wenn es jetzt darauf ankommt, müsste eigentlich der Politiker, das ist jetzt Frau Leuthard, natürlich gleich sagen, der glaubt nicht, wir sind schon da. Also das ist ja ein super erfolgreiches Programm. Oder? Wer hat das gedacht? Aber das läuft nicht so. Frau Sommaruga muss jetzt das zuerst alles lesen und sich überlegen, wie das weitergeht. Also kann man sagen, das läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Obwohl wir gerade bei Photovoltaik, wo ja der grösste Beitrag hat, man muss sagen, da wäre ja noch viel mehr möglich. Wir kommen noch dazu. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ja, wie sieht ihr das aus in Zukunft? Und wir haben ein Forschungsprojekt. Wir haben bei uns Leute, die versiert sind in der Simulation von Energie, vor allem vom Stromverbrauch. Wir haben einen deutschen Wissenschaftler eingekauft. Das ist ein bisschen wie im Eishockey, oder? Wenn ihr noch ein paar gute Spieler braucht, dann geht ihr im Ausland die einkaufen. Die sind billiger als die Schweizer. Wenn ihr hier so Forscher aus Deutschland habt, aus dem ehemaligen Ostdeutschland, wenn der sieht, was der für einen Lohn bei uns bekommt, kommt der sofort. Wir sind im Moment gerade dran, eine portugiesische Forscherin, eine Doktorandin anzustellen von der Uni Lissabon. Die macht ein Machine Learning, künstliche Intelligenz, wo wir Anlagenerträge simulieren und voraussagen, wie sie sind und so Qualitätskontrollen machen können. Die hat, weiss sie gestern, was sie für einen Lohn hat, die ist fast unter den Tisch gekommen. Also das funktioniert recht gut. Und jetzt mit dem deutschen doktorierten Wissenschaftler haben wir ein Projekt gemacht, wo wir jetzt dran sind, beim Bundesamt für Energie, ein sogenanntes P&T-Projekt. Das heisst SIM Zukunft, also Simulation Zukunft. Und da geht es darum, wie sieht die Situation in Burgdorf, wo wir herkommen, aus, wenn man verschiedene Szenarien macht.
von Energie bis im 2050 und das extremste Szenario, das ist eine komplette Dekarbonisierung, also das, was hier die Jungen fordern. Wir haben keine fossile Energie mehr in Burgdorf, also das Gasnetz wird abgeschaltet, es gibt keine Ölheizungen mehr und alle Fahrzeuge fahren elektrisch, also alle Autos. Und die Frage ist nachher, und wie sieht jetzt das Stromnetz aus? Wir haben ja lokale Stromversorger, die Localnet, die gehören an die Gemeinde. Und in diesem Projekt sind die Localnet dabei, die Gemeinde Burgdorf ist dabei und noch eine Spin-off-Firma von ETH Zürich, die spezialisiert ist auf Netzsimulationen. In Burgdorf ist ja die erste kostendeckende Einspeisevergütung erfunden worden. Das ist eigentlich das Erfolgsmodell, das nachher nach Deutschland ausgewandert ist, das dort im Jahr 2000 im Regierungsprogramm von Herrn Schröder eingeführt worden ist. Und von dann an ist ja der Photovoltaik-Unterwindmarkt abgegangen und das hat nachher die Kostendegression eingeführt, wo wir heute davon profitieren können. Die Deutschen zahlen das jetzt noch eine Weile. Jetzt, wenn wir das schauen, wie sieht das in Burgdorf im 2050 aus? Das ist die Strombelastung von Burgdorf im 2050, wenn wir komplett dekarbonisiert haben. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass die Spitze vom Stromverbrauch nicht mehr im Winter ist. Wenn wir das heute würden schauen, wäre es im Winter. Aber das wird im 2050 im Sommer sein. Warum? Im 2050 werden wir Klimaanlagen haben in Burgdorf, weil es wird wärmer. Und entsprechend ist nachher die Spitze Bedarf vom Netz wird im Sommer sein. Das ist jetzt etwas, was uns Photovoltaik nicht wahnsinnig viel Sorgen macht. Bei Zufall produzieren wir dann am meisten. Also das ist etwas, was sich jetzt daraus ergibt. Das heisst aber, wenn ihr heute ein Haus plant, wo ihr neu baut, müsst ihr euch überlegen, ja, wie tue ich das heute heizen? Das macht ihr ja sicher, weil ihr ja nicht kalt haben. Aber ihr müsst euch noch überlegen, wie tue ich das kühlen im 2050. Oder wir werden im 2050 hier das Klima von Turin haben. Jetzt seid ihr also noch in Herisau, aber im 2050 seid ihr in Herisau mit dem Klima von Turin unterwegs. Jetzt muss man schauen, wie die in Turin das machen und dann könnt ihr das einführen. Also das ist so ein Resultat. Jetzt, wenn wir die Energiestrategie 2050 machen, heisst ja zuerst, wir müssen Energie sparen. Jetzt Energie sparen hat man sich früher so vorgestellt, also in den 70er, 80er Jahren, als ich noch jung war, dass man muss dicke Pulli anlegen und die Heizung abschrauben und man darf nicht mehr so schnell fahren mit dem Auto oder gerade am liebsten gar nicht. Das hat sich herausgestellt, das machen die Leute nicht so gerne. Es hat einen amerikanischen Präsidenten gegeben, der hat 1975 eine Rede gehabt als amerikanischer Volk in einem dicken Pulli vor einem Schmiede und hat gesagt, ja, wir müssen weniger Energie brauchen, weil das ist ein Problem da mit dem Öl von den Araber und wir sollten nicht mehr so schnell mit dem Auto fahren und dann hat er Geschwindigkeitslimiten eingeführt und die Amerikaner haben ihn dann nachher abgewählt und dann ist der Regen gekommen. Also man sieht, das, ja, das machen die Leute nicht so gerne und das ist auch bei uns in der Schweiz so. Im 2012 haben wir im Kanton Bern eine Abstimmung gehabt, da ist es darum gegangen, sollen die Motorfahrzeugsteuern im Kanton Bern für grosse, fette Fahrzeuge ein bisschen teurer sein als für die kleinen. Und die meisten haben ja nicht so ein Fahrzeug. Und die Leute haben dann gesagt, nein, nein, das soll nicht so sein. Wir wollen immer noch tiefe Motorfahrzeugsteuern für die grossen, schweren Fahrzeuge. Wenn ihr also einen Porsche einlösen wollt, müsst ihr das im Kanton Bern machen. Das ist die billigste Motorfahrzeugsteuer, die ihr machen könnt. Das hat nachher die Auswirkung gehabt, dass 120 Millionen gefehlt haben im Kanton Bern im Budget. Und dann hat man im November, also zwei Monate später, schnell 120 Millionen sparen. Und das ist im Kanton Bern relativ kompliziert. Ich bin dann gerade frisch in den Grossrat gekommen. Das war also ein Rechtsmassaker gewesen. Jetzt müssen sie gerade wieder diskutieren, dass man wahrscheinlich die Motorfahrzeugsteuer gleich wieder einführen sollte. Dann schauen, was passiert. Jetzt heute sparen wir eben anders Energie sparen und das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Wir nutzen Technologiepotenzial. Wir nutzen zum Beispiel eine Glühlampe, die ja nichts anderes ist als eine Elektroheizung, die noch ein bisschen Licht gibt. Die haben wir ersetzt mit Energiesparleuchten. Da hat man früher noch diskutiert, ob echt das gut sei oder nicht. Von dem hat eigentlich niemand mehr. Heute haben wir LED-Leuchten. Die gehen gerade so hell wie die Glühlampe, also sogar noch ein bisschen besser. Und ohne dass wir wollen, können wir 90% Energie sparen. Wenn wir die Elektroheizungen haben, die wir im Kanton Bern ganz häufig haben, weil man die 5 Atomkraftwerke innerhalb von 10 Jahren das Netz gebracht hat, hat es natürlich gar nicht so viel Stromverbrauch gegeben, die das gebraucht haben. Also hat man den Leuten Elektro-Widerstandsheizungen aufgeschwätzt. Im Kanton Bern jetzt ganz häufig von denen, damit die in der Nacht den Strom können brauchen von den AKW. Wenn wir das jetzt ersetzen mit Wärmepumpe, wo der Strom aus Sonne, Wind und Wasser kommt, haben wir wieder 90% gespart und das Haus ist immer noch warm. Das Gleiche bei den Fahrzeugen, wenn wir das Benzinauto ersetzen mit Elektromobil, Strom wieder aus Sonne, Wind und Wasser, 75% gespart und es fährt also immer noch ähnlich gut wie vorher. Die Beschleunigung ist ein bisschen besser.
Und der Fahrkomfort ist ein bisschen besser und es ist noch ein bisschen billiger, wenn man mit dem rumfährt, aber sonst eigentlich gibt es keine grossen Unterschiede. Das Haus auch, wenn wir vergleichen, ein Haus von 1975 mit einem Muckenhaus, das ist nach den neuen Mustervorschriften von der kantonalen Energiedirektorenkonferenz, da sparen wir wieder 85% und der Komfort vom Haus ist nicht schlechter. Kühlschrank auch, Absorbertechnik auf Kompressor, Fernsehgeräte, Röhren weg und organische LED und so weiter. Also wir haben heute sehr viele Methoden, wo wir massiv Strom sparen können. Und dann müssen wir aber gleich noch ein bisschen zusätzliche Energie haben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ja, wo nehmen wir die Energie her? Und der Ingenieur, der ein bisschen schlau ist, der geht zuerst schauen, ja, wo gibt es am meisten, oder? Nicht, dass man dort sich ein Bein ausreißt, was gar nicht so viel bringt. Und das sieht eigentlich etwa so aus. Wir haben hier 100% Sonneneinstrahlung, da geht ein Teil wieder zurück. Und 23% haben wir aus Strahlungsenergie, das kommt auf die Erde. 0,2% ist Windenergie, Wellen und Wasser. 0,02% ist Photosynthese, also Biomasse, Holz und so weiter. Wenn man genug lange warten würde, gibt es dann wieder fossile Energien, wobei da sind wir alle schon längstens nicht mehr da. Wahrscheinlich gibt es dann schon gar keine Menschen mehr. Und jetzt sieht man, der Unterschied ist ziemlich gross, Faktor 100, Faktor 1000. Also der schlaue Ingenieur, der fährt natürlich hier an, weil hier kann man mit dem wenigsten Aufwand am meisten rausholen. Und weil wir jetzt Photovoltaik haben, können wir hier mit einem Wirkungsgrad von 10, mittlerweile eher 20% die Energie umwandeln. Und damit sieht man, das ist auch gar nicht so kompliziert. Jetzt die Zahl hier, das 10 hoch 18, oder? Da können auch meine Studenten ein bisschen grübeln, wobei das sollten sie anbringen. Und darum sage ich immer, was das pro Quadratmeter heisst. Pro Quadratmeter heisst das, auf euer Hausdach pro Quadratmeter plumpst jedes Jahr das Energieäquivalent von einem Ölfässchen von 120 Liter. Das hier ist der Wert von Berlin, die etwas weniger als mir. Das heisst, wenn ich jetzt eure Grundfläche vom Einfamilienhaus oder vom Wohnhaus überlege, pro Quadratmeter plumpst jedes Jahr ein Ölfässchen von 120 Liter drauf. Und jetzt müsst ihr mit dem können das Haus versorgen. Das könnt ihr euch schon vorstellen, das ist auch nicht so kompliziert. Und man kann froh sein, dass es nicht Öl ist, das ist eine ziemliche Sache. Oder? Was man allerdings machen muss, und wir haben hier einen Philosophen in Burgdorf, oder? Der sagt, wir haben schon genug Energie, aber wir sind ein bisschen zu faul, sie einzusammeln. Jetzt muss man eben etwas machen, dass die ins Haus reinkommt. Das macht sie nämlich nicht selber, das ist eigentlich der ganze Challenge. Und für das gibt es mittlerweile ja Fachleute. Das hat es aber auch nicht von Anfang an gegeben. Man hat vor etwa 40 Jahren sich überlegt, ja, was kann man eigentlich mit dieser Photovoltaik machen, außer Satelliten speisen. Das war dann die Applikation gewesen. Und man hat dann erste Firmen gemacht, die angefangen haben, Sonnenzellen zu produzieren für die Anwendung auf der Erde. Und die ersten Anwendungen waren Telekom gewesen. Und das erste Pilot- und Demonstrationsprojekt in der Schweiz oder Programm ist von der Firma Hasler gemacht worden. Die haben damals die Telefonzentrale gemacht. Im Auftrag von PTT haben sie dann untersucht, was man da mit diesen Sonnenzellen machen kann und ob man vielleicht noch mit Windenergie könnte Telekom-Anlagen an Standorten speisen, wo es keine Stromversorgung hat. Eine von den Ideen war, dass man einen Funkumsetzer macht auf einem Mutler, das ist am Eingang vom Samnaunertal. Die haben dort keine Natel-Verbindung gehabt. Für das braucht es einen Funkumsetzer, das ist auf 3000 Meter und dort hat es auch keine Stromleitung. Wir haben nachher, ich war hier junger Ingenieur, die Sonnenzellen eingekauft und haben hier verschiedene Anlagen gebaut mit dem. Das ist auf dem Turm vom Chasseral. Wenn ihr hier in die Westschweiz fahrt, am Jura-Südfuss entlang, seht ihr auf dem Chasseral einen riesigen Telekom-Turm, das ist zu oberst oben. Und wir haben hier vier Module gehabt, so ein Modul hat 30 Watt gegeben. Das ist etwa ein Zehntel von dem hier. Und es hat aber 3000 Franken gekostet, also das sind 12.000 Franken Sonnenzellen. Und wir haben dann gesehen, das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist also schon noch ein bisschen teuer. Und wenn wir jetzt vergleichen, was passiert ist in diesen 40 Jahren, sehen wir die Energierücklaufzeit, also die Energie, die es braucht, für die zu produzieren, die können wir mehr als 30-fache zurückholen. Wir können das Material recyceln. Wenn ihr nämlich so ein Modul kauft, könnt ihr schon eine vorgezogene Entsorgungsgebühr zahlen. Und das Unternehmen, das die PV-Modul installieren, muss die wieder zurücknehmen. Hinten dran hat es Stiftungen wie E-Sensor Recycling in Bülach, die das zurücknehmen und dann wird das Ganze recycelt. Nachher sind die Module natürlich viel billiger geworden. Der Wirkungsgrad hat sich verdoppelt, sie sind viel grösser. Oder? Heute tut man 10-mal grössere Module installieren, das geht natürlich viel schneller. Man tut hier nicht mehr mit Kontakt und mit Klemmen arbeiten, das wird zusammengesteckt.
Und damit sind die Montagezeiten kürzer geworden. Wenn man das alles anschaut, ist das 4000 Mal besser als vor 40 Jahren. Das heisst, ein enormer Fortschritt. Und das ist so schnell gegangen, das haben viele gar nicht so richtig gemerkt. Da haben wir auch etliche Stromversorger, die sich ziemlich trompiert haben und Kraftwerke gebaut haben, die es gar nicht braucht, weil sie gar nicht gemerkt haben, wie schnell das geht mit der Photovoltaik. Und jetzt müssen sie da wieder Photovoltaik-Büdel nachkaufen, so wie Taxprogramm kürzlich. Das ist ja, zahlen die mit euren Steuergeldern. Als wir das allerdings gemacht haben, war Sonnenenergie eine ziemlich müde Sache. Da hat jetzt niemand geglaubt, dass das irgendetwas bringt. Und darum haben wir uns überlegt, ja, man muss das ein bisschen populärer machen, damit das mehr angewandt wird. Ich habe damals im 84 eine grosse Anlage in Ruanda gemacht, in Zentralafrika. Hat prima funktioniert. Wobei, als wir in Kigali angekommen sind, sind wir auf die Botschaft gegangen von Schweiz und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen hier so eine Photovoltaikanlage installieren mit Stromversorgung für ein Spital. Dann haben die gesagt, ja, was machen die zwei das Beste oder können machen, ist nicht der nächste Flüger und geht heim, das ist hoffnungslos. Das haben wir dann nicht gemacht, bis erst 3 Wochen später heimgegangen, haben den Nationalpark gesehen und haben das ganze Spital realisiert. Da gibt es einen Artikel im VSE-Bild vor 40 Jahren. Also das hat funktioniert, aber natürlich viel zu teuer. Keine Chance, dass sich die das jemals selber leisten können. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen eine Werbetour für Sonnenenergie. Ich habe noch einen Kollegen, der Herr Jenny, der hat eine Warmwasseranlage gebaut und hat gewusst, wenn er nicht eine rasend gute PR-Idee hat, wird der Konkurs gehen. Und dann war noch der Sekretär von der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen Fahrzeuge, die mit Sonnenenergie betrieben sind und das ein bisschen populärer und ein bisschen aufregender ist, machen wir ein Rennen. Dann hat das jemand organisieren müssen. Ich musste dann Kunden bei Firma Hasler und habe dann das Rennen organisiert mit solarbetriebenen Fahrzeugen quer durch die Schweiz. Als ich das den Polizisten von den Kantonen erzählt habe, das ist ja ein motorsportlicher Anlass, das ist wie ein Velorennen, oder? Achtung, fertig, los, der zuerst 20 Tour ist, hat gewonnen und so geht das jeden Tag bis nach Genf. Das ist nach Bundesverfassung verboten. Ich habe dann auch den Polizisten gesagt, ja, das ist ja so, wir haben hier 2 Kategorien. Die einen fahren nur mit Sonnenenergie und die anderen haben noch Sonnenenergie und noch Zusatzenergie, also Pedal. Und dann haben die Polizisten gesagt, ja, also das ist klar, oder? Sonnenenergie funktioniert nicht. Pedal, das ist ein Velo, das ist ein Velorennen. Ich habe also eine Bewilligung gehabt für ein Velorennen quer durch die Schweiz. Und im Kanton Zürich musste ich noch von jeder Gemeinde eine Bewilligung haben. Und dann haben wir das Rennen gemacht. Wir sind hier im Juni 1985 gestartet. Und das Velo, das gewonnen hat, hat so ausgesehen. Da sind die Polizisten sehr nachdenklich geworden und haben eine Kommission gemacht, wo wir sehr gut mit ihnen zusammengearbeitet haben. Und dann hat man das jedes Jahr wieder gemacht. Zweit war übrigens die Ingenieurschule Biel. Das hat jetzt Biel ziemlich Furore gemacht. Das war der Startpunkt von den Fahrzeugaktivitäten in Biel. Ich habe dann nachher am technischen Reglement geschraubt. Im ersten Jahr musste man die Sonnenzellen alle bei sich haben. Aber wir haben schon gesehen, das ist ein bisschen schade für die teuren Sonnenzellen, weil Fahrzeuge tut man ja schnell schon wieder fortgehen. Sonnenzellen haben echt länger. Es wäre vielleicht gescheiter, man würde die auf die Hausdächer schrauben, den Strom umformen in Wechselstrom, das ist ja ein Gleichstrom, und nachher die Energie, die dann eingespissen wird, halt zählen, messen und nachher wieder in die Fahrzeuge reinbringen. Das waren so leicht Elektromobile. Das ist von 1987. Da sind wir von Biel über St. Gallen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir schlussendlich nach Chur und nach Arosa gefahren. Und das da ist das Fahrzeug, das gewonnen hat. Das war der Marc Surer, der Formel 1-Fahrer. Und das war eigentlich das erste Mal, wo man die netzgekoppelten Anlagen gemacht hat. Das war natürlich viel billiger. Da wollten alle so netzgekoppelte Anlagen machen. Wir haben gar nicht gewusst, wie man das anschliessen am Netz. Und der Sponsor von dieser Kategorie war der Verband von der Schweizerischen Elektrizitätswerke. Da haben wir gesagt, ja, also da ruft ihr Herr Blum in Zürich an und er erklärt euch das, oder? Weil die lokalen EW keine Ahnung haben. Und so hat das eigentlich gut funktioniert. Und in Burgdorf hat dann ein Unternehmer, der einen Ingenieur hatte, der so ein Fahrzeug baut, gesagt, eigentlich müsste man für den Solarstrom einfach das zahlen, was er halt jetzt gerade kostet, damit man das richtig fördert. Das war damals 1 Franken pro Kilowattstunde. Und dann hat er im Stadtparlament Burgdorf vorgeschlagen, dass man für eine Kilowattstunde Solarstrom 1 Franken zahlt. Und weil man ja ein eigenes EW hatte, hat man das machen können. Das hat auch eine gute Idee gefunden. 30 zu 0 hat man die kostendeckende Einspeisevergütung eingeführt. Und das war das erste Mal in der Schweiz. Wir haben dann noch am Fahrzeugreglement weitergeschraubt. Wir haben das Reglement so gemacht, dass man auch Fahrzeuge, die 2 nebeneinander gehockt sind, mit 4 Rädern, dass sich das auch gelohnt hat. Und das war unter anderem nachher der Smart, der hier als Abfallprodukt aus dieser ganzen Tour so rausgekommen ist. Die Schweiz ist nachher aufgrund von dem
von diesen Anlagen, die man natürlich so gemacht hat, führend war, so 1990 rum, hat es am meisten von diesen dezentralen Photovoltaikanlagen in der Schweiz gegeben. Und Kalifornien, die dann gerade studiert hat, wie man echt Photovoltaik fördern soll, die könnte ja auch grosse Anlagen in Wüste machen, haben dann gefunden, dass die Idee von diesen Schweizer ist eigentlich viel besser. Wir machen auch dezentrale Photovoltaikanlagen als auf den Hausdächern. Das hat nicht dazu geführt, dass der Markt langsam gestiegen ist. Aber ihr seht, als das in Deutschland eingeführt worden ist, war der Weltmarkt ganz klein gewesen. Das war irgendwie 100 bis 200 Megawatt gewesen. Das ist also der Schweizer Markt heute. Das ist nicht so langsam gewachsen. Und das haben natürlich die Banken lustig gefunden. Weil bei den erneuerbaren Energien, das ist der grosse Unterschied zu den fossilen Energien oder zu den Atomkraftwerken, müsst ihr am Anfang alles Geld abliefern. Und nachher gibt es 20 Jahre lang nichts mehr zu zahlen, außer Wartung und Unterhalt. Das ist der grosse Unterschied. Oder? Das ist natürlich für Banken super, weil das braucht ja eine Finanzierung. Das ist bei Zufall etwas, was sie hätten können. Und die haben das studiert und haben gesagt, ja, das geht auch dann so rauf, oder? Und wenn wir jetzt schauen, das wäre jetzt letztes Jahr gesehen, dann wären wir weltweit bei 12 Gigawatt. In Tat und Wahrheit sind wir bei 100, also irgendetwas dort drin. Das ist also immer gewachsen und immer schneller gegangen. Das ist noch schwierig, so ein Wachstum abzuschätzen. Die Internationale Energieagentur, die nicht gerade die erneuerbaren Energien erfunden hat, muss ich sagen, die probiert jedes Jahr wieder abzuschätzen, wie das weitergeht. Jedes Jahr denkt sie, ja, das wird etwa so weitergehen die nächsten Jahre, aber da liegt nicht viel drin. Und der Markt wächst jedes Jahr auf. Also es ist wie ein Student bei uns, der nicht merkt, dass es eine exponentielle Funktion ist und immer denkt, es ist linear, der wird etwa nach dem zweiten Semester bei uns rausgehen. Aber die da machen schon seit 15 Jahren immer weiter. Das ist schon also bemerkenswert. Es sind eure Steuergelder übrigens, weil die Schweiz ist ja Mitglied bei IA und zahlt auch immer an sämtliche Studien. Man muss da ziemlich kritisieren. Ich war ja mal Programmleiter bis letztes Jahr von einem Programm und habe immer da müssen sagen, also wenn ihr so Studien macht, ist das nicht so gut. Das ist mittlerweile ein bisschen begriffen. Wenn man jetzt schaut, ja, was kostet der Solarstrom, kann man sagen, ja gut, wir gehen Studien schauen. Da gibt es sicher Studien, oder, von ETH und vom PSI, Paul Scherrer Institut. Das sind ja gescheite Leute, oder? Und eine Studie von 2012 hat gesagt, ja, der Solarstrom, der wird etwa 35 bis 55 Rappen sein und 2020 vielleicht 20 bis 30 und 35 so 10 bis 15. Um 50, vielleicht 6 bis 10 ab. Ich sage immer, willkommen in die Zukunft, wenn ihr heute eine grosse Anlage baut, dann seid ihr heute bereits da. Also, die sind da, das ist ja noch nicht so lange her, sind mit daneben und als PSI, der erst kürzlich eine Studie gemacht hat, hat auch nicht so richtig begriffen. Auch die da, muss man sagen, willkommen in der Zukunft. Jetzt kann man sich ein bisschen wundern, warum könnt ihr das nicht besser? Das sind Professoren, die gar keine Ahnung haben von dem. Also der Leiter von dieser Studie da ist ein Professor für Verbrennungsmotoren. Könnt ihr euch vorstellen, der findet das alles nicht so lustig. Und wenn ich dem sage, jetzt kommen dort Elektrofahrzeuge und deine Verbrennungsmotoren kannst einpacken, der tut mittlerweile die E-Mail von mir nicht einmal mehr beantworten und sagt, die sind frech. Aber ich habe recht. Oh, das ist natürlich blöd für dich, kommt dann ein blöder Fachhochschulprofessor und sagt immer, ich komme nicht raus. Was stimmt in dem Fall? Aber von Verbrennungsmotoren hat er sicher eine Ahnung. Also wenn ein Markt eben so wächst, ist es immer das Gleiche. Die Preise gehen runter, das ist die Economy of Scale. Und in der Photovoltaik ist das etwa 20%. Wenn wir also die Menge von der gesamthaft installierten Photovoltaik verdoppeln, geht der Preis 20% runter. Das funktioniert seit etwa 40 Jahren. Es hat hier einen Betriebsunfall gegeben vor ein paar Jahren. Und zwar haben wir in der Schweiz ja verschiedene Firmen, die Produktionsanlagen herstellen, für Sonnenzellen zu produzieren. Also die Zaginnen, wo man die Sonnenzellen Ingots, das sind die grossen Siliziumkörper verschneidet und quasi Salamischeibli daraus macht. Das sind die meisten von diesen Sägen kommen aus der Schweiz. Und Produktionsanlagen auch, Meyer Burger, Hauser Shaping Technology und so. Und man hat viele von diesen Anlagen nach China verkauft. Und was machen Chinesen mit diesen Anlagen? Die machen Sonnenzellen und schicken wieder das ganze Modul zurück, weil man ja die Maschinen zahlen. Und da, wo man das gemacht hat, ist der Preis nicht mehr mit diesen 20% zurückgegangen. Oder wir wären jetzt etwa da. Das heisst etwa 1 Euro pro Watt Peak. Wenn ich heute frage, was kostet so 10 Kilowatt, Grossmenge natürlich, auf dem Ballett bei uns von der Fachhochschule gestellt, habe ich hier Offerte im Bereich von 20 bis 30 Rappen. Also das ist noch viel schneller runtergegangen. Das ist eben der Faktor 12 von 2007 bis jetzt. Also wir sind heute in der Lage, das sehr günstig zu machen. Und wir haben hier so eine kleine Berechnung gemacht, das könnt ihr dann nachher daheim nachvollziehen. Jetzt könnt ihr nämlich eine Offerte verlangen bei irgendeiner Bude. Und da haben wir den Preis pro Kilowatt Peak, das ist so die Kenngrösse, die wir haben. Oder? Und jetzt haben wir eine Anlage,
die zum Beispiel 2'500 Franken pro Kilowatt-Peak kostet, also eine 10-Kilowatt-Anlage kostet 25'000 Franken. Und was sind die Rahmenbedingungen? Wir machen eine Verzinsung von 2,5%. Also dir geht das Geld nicht gratis, oder? Früher hat man so eine Anlage gemacht und das Geld eigentlich gerade abgeschrieben und hat gesagt, ja, das ist gut für die Umwelt und es ist technisch interessant. Das muss man, kann man heute immer noch. Aber heute kann man auch sagen, nein, ich will da mein Geld verzinsen mit 2,5%. Und es gibt im Moment noch eine sogenannte Einmalvergütung, die haben wir hier eingerechnet. Das nennt sich KLAIF, das ist eben die Förderung, die das Bundesamt für Energie macht über den Netzzuschlag. Das ist etwa 30%, das haben wir hier eingerechnet. Und hier haben wir noch teure 4 Rappen Wartung Unterhalt gemacht. Wir sind gerade dran, die Zahlen frisch zu rechnen. Das ist in Zukunft etwas günstiger. Und wenn wir jetzt schauen, was das kostet, dann ist die 2'500 Franken pro Kilowatt-Peak-Anlage bei 1'000 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Also das ist ein spezifischer Ertrag, den wir hier machen. Das bringt ihr hier gut an. Dann sind wir hier bei 13,5 Rappen. Wenn ihr das aber auf ein bestehendes Haus macht, und das machen sehr viele Leute, könnt ihr die ganze Investition noch von den Steuern abziehen. Dann habt ihr nochmal etwa 30%. Oder? Das heisst, dann rechnet ihr das mal 0,7, dann seid ihr etwa hier bei 12 Rappen. Ohne sich ein Bein auszureissen. Also sieht man, das ist schon recht interessant. Wenn man natürlich riesengroße Anlagen baut, wird es noch günstiger. In Burgdorf ist letztes Jahr eine Anlage gebaut worden mit 1,2 Megawatt auf einem Dach. Die war unter 1'000 Franken gewesen. Pro Kilowatt-Peak. Das heisst, die werden hier im Bereich von 5 bis 6 Rappen sein. Jetzt schauen wir ein paar Beispiele an. Das Ganze kommt ja aufs Haus. Das ist der Energieverbrauch von 1975, den ich schon erwähnt habe. Das ist die alte Mucken, also wenn ihr eine Baubewilligung gemacht habt oder macht nach der Mustervorschrift der Kantonalen Energiedirektorenkonferenz 2008, müsst ihr das machen, dass ihr überhaupt Baubewilligung bekommt. In Zukunft wird es 3 sein. Und wenn ihr das nicht macht, gibt es gar keine Baubewilligung. Jetzt, wenn wir bei 3 sind, seht schon, Faktor 7 besser, oder? Dann können wir hier natürlich eine Wärmepumpe nehmen, dann sind wir nochmal 3-mal besser, und zwar können wir eine Luftwasserwärmepumpe nehmen. Wir könnten ja noch eine mit Erdsonde machen, aber das lohnt sich schon fast nicht, weil man so wenig Energie braucht. Wenn wir jetzt die Energieanteile zusammenzählt, haben wir den Heizbedarf. Das ist so ein Smuckenhaus nach der 2014er, seht ihr, 1000 Kilowattstunden pro Jahr. Warmwasserbedarf, da habe ich 4 Personen angenommen, 1250, wieder mit einer Wärmepumpe natürlich. Der Strombedarf im Haus, das ist schon recht sportlich, die 1000 Kilowattstunden pro Person. Und dann hat man meistens noch ein Auto, das ist ein Elektrofahrzeug, das braucht auch noch 1800, sind wir da bei 8000 Kilowattstunden. Und jetzt muss euch die Photovoltaikanlage mindestens 8000 Kilowattstunden machen, über das Jahr, und dann habt ihr ein Plushaus. Das heisst, ihr müsst etwa 45 Quadratmeter machen, und wenn wir den Preis von vorher anschauen, seid ihr hier bei 20.000 bis 25.000 Franken. Dann habt ihr die Energie für die nächsten 30 Jahre gemacht und insbesondere die Energie für das Fahrzeug. Jetzt so, Häuser sehen das so aus, das heisst, man muss möglichst die ganze Dachfläche mit der Photovoltaikanlage bedecken. Das ist das Wichtigste überhaupt. Die ganze Fläche muss geräumt werden. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Acker, wo der Bauer etwas anpflanzen will. Der will hier nicht noch Stödli haben und Mästen, die er mit dem Traktor rumfahren muss. Und irgendwelche Wassergulli und noch eine Strassenkette drüber geht. Das muss alles weg. Man muss schauen, dass es möglichst rechteckige Fläche ist, dass man eine günstige Anlage möglichst gross machen kann. Das hier ist ein Plushaus. Das ist ein saniertes Pflarzhaus aus dem 17. Jahrhundert. Komplett saniert. Da ist noch der Sonnenkollektor für das Warmwasser in der Fassade. Jetzt habe ich hier eine Checkliste gemacht, wie man vorgeht, wenn man ein Haus etappiert sanieren. Warum etappiert? Wenn wir etappiert sanieren, dann können wir die Steuern optimieren. Je nach Kanton gibt es nachher noch Förderungen. Das müsst ihr separat anschauen. Das ist jedem Kanton ein bisschen anders. Da kann man nachher Massnahmen miteinander kombinieren. Da gibt es zusätzlich noch Subventionen. Ich tue das hier nicht im Detail erklären, das könnt ihr nämlich alles nachher wieder nachlesen. Aber es geht immer darum, dass wir zuerst Energie sparen, dann tun wir Wärmepumpe einsetzen, möglichst grosse PV-Anlage machen und Elektroverbraucher ersetzen. Eventuell PV an der Fassade kommen wir noch dazu, dann möglichst viele Elektroverbraucher kommen wir auch noch dazu, eventuell noch eine Batterie. 2 Beispiele. Technisch sieht das etwa so aus. Das ist ein Schema, das ist 30-jährig, also es ist immer noch das Gleiche. Wir haben hier PV-Module, die wir zusammenschalten. Nicht mehr so viel wie früher. Da hat man noch ordentlich verkabelt, das hat noch richtig zu tun gegeben. Man hat dann noch Klemmenkasten gebaut. Das hat so viel gekostet, wie heute der Wechselrichter kostet. Die Spannungen sind heute viel höher.
damit wir einen besseren Wirkungsgrad haben und nicht mehr so viel Kabel. Dann muss der Strom umgewandelt werden, von Gleichstrom in Wechselstrom, hopp ins Netz, und das wäre es etwa gewesen. Das ist eigentlich immer noch das Gleiche. Das hat früher etwa so ausgesehen, auf einem bestehenden Haus. Man sieht das schon, die haben da, wo sie das Haus geplant haben, vergessen, dass da noch mal etwas drauf kommt. Das hat man dann einfach noch nicht gewusst. Man sieht das halt manchmal so aus. Aber das ist ein Haus, das noch ordentlich gekostet hat. Das hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, alles zusammen etwa 70'000 Franken gekostet, eine 6 Kilowatt Anlage und dann noch die Warmwasseranlage. Wenn man allerdings das Haus nachher angesehen hat, oder, das ist im Raum Bern, hat man gesagt, haha, Refokenu, oder? Der kann sich das leisten, oder? Der Kebe war halt erfolgreich gewesen. Aber was ist da mit dem Herrn Bertschi, oder? Das ist der Bruder Bertschi von Bern. Und dann hat der Herr Fochener, der ein Unternehmer war, der hat mich dann gefragt, Herr Munter, wenn der Herr Bertschi da so eine Anlage macht, wie viel Prozent bekommen wir? Da habe ich gesagt, ja, 5%, oder? Wenn ihr jetzt schaut in Töris Haus, dann seht ihr, der Herr Bertschi hat die gleiche Anlagespiegel verkehrt gemacht. Also es war früher ein bisschen Prestige gewesen, oder? Der Herr Fochener fährt natürlich heute Tesla. Nach der Industrie ist das auch interessant. Es gibt Industrien, die brauchen sehr viel Strom, wenn es warm ist. Zum Beispiel das Mikroverteilzentrum in Neuendorf, das junge Draht, die Kühlaggregat, wo das Mikrozeug gelagert wird, braucht enorm Strom im Sommer, wenn es warm ist. Die haben lange Zeit die grösste Photovoltaikanlage von der Schweiz gewesen. Und das ist da, wo wir eigentlich zuerst mal die Anlagen platzieren. Wir können natürlich auch ins Feld gehen, das ist an und für sich auch interessant, aber in der Schweiz ist das irgendwie ein kleines No-Go, ist an und für sich schade. Aber wenn wir schauen, wie gross ist das Potenzial auf den Dächern, da hat man jetzt immer mehr ein bisschen herumgeschraubt, oder? Und hat gemerkt, ja, das ist einfach immer noch grösser. Das Bundesamt für Energie hat verschiedene Studien gemacht, wo man detailliert jedes Häuschen angeschaut hat. Ihr könnt also auf sonnendach.ch gehen und dann findet ihr dort euch ein Haus. Dann seht ihr das Potenzial von euch im Haus und ihr seht noch das Potenzial für Fassade und dann sage ich euch gerade noch, wie viele Kilowattstunden das gibt. Und dann hat man gemerkt, das ist ja wahnsinnig viel, dass das gibt. Oder neuerdings haben sie herausgefunden, 50 Terawattstunden auf den Dächern und auf den Fassaden auch noch 17 gibt. Jetzt haben sie herausgefunden, 67 Terawattstunden. Wir brauchen in der Schweiz ja 60 Terawattstunden Strom. Und Frau Leuthard hat mal bei der Energiestrategie 2050 12 Terawattstunden wollen machen mit Photovoltaik. Ich sage nicht mehr 20 bis 30. Also es wäre etwa die Hälfte. Und dann haben wir noch Infrastrukturbauten wie Autobahnen, Eisenbahnlinien, Lärmschutzwände und Ähnliches. Das gibt nochmal 15 Terawattstunden. Also wir könnten 82 machen, oder? Also mehr viel zu viel. Das heisst, es muss nicht gerade jedes Dächchen muss ausgerüstet werden. Oder? Wenn wir jetzt hier in Zerisau ins Zentrum gehen, gibt es ein paar Häuser, wo man wahrscheinlich sagt, ja, das sieht jetzt hier vielleicht nicht so gut aus, obwohl man heute natürlich Lösungen hat, wo man auch bei denkmalgeschützten Häusern problemlos kann dachintegrierte Anlage machen. Aber wenn einer nicht will, muss er also nicht unbedingt. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, gerade irgendwo nichts. Oder sagen, ja, der lässt doch sein. Aber man verdient ja Geld, oder? Das muss man ja nicht allen sagen. Jetzt, wenn man aber alle Häuser anschaut, gibt es einen Spezialfall. Wenn wir Häuser haben, die sehr hoch sind, also Hochhäuser, dann kann man nur ein Plushaus machen, weil das Dach ist einfach zu klein, oder? Da wohnen viel zu viel. Das ist ein 60 Meter hohes Hochhaus in Zürcher Seilweide. Das hat man komplett saniert, 15 Millionen Volumen. Und hat nachher auf der ganzen Fassade alle die Elemente, die ihr seht, das sind alles Sonnenzellen. Und zwar haben wir auf allen vier Seiten Sonnenzellen gemacht. Wir haben zwei von diesen Hochhäusern gemacht, es gibt noch ein drittes, das nicht ausgerüstet war. Wir von Berner Fachhochschule haben noch vier Bachelor-Diplomarbeiten gemacht. Also da sind vier Ingenieure, drei Herren und eine Dame diplomiert worden auf dieser Anlage und schlussendlich ist das ausgeführt worden. Das Interessante ist jetzt, dass Stromproduktion nicht mehr wie normal so eine Sinuskurve ist mit einem Sommerspitz, das ist die Südseite. Wir haben hier die Ostseiten, also hier hinten, die kommt natürlich früh am Morgen schon. Und nachher, wenn die Sonne vorwandert, wird sie schlechter. Dann kommt aber die Südseite. Und gegen oben kommt dann die Westseite. Da haben wir noch den Albis. Und dann haben wir noch eine Nordseite. Oder? Die bringt natürlich nicht so viel, aber die haben wir auch noch ausgerüstet. Das hat man im 2011 und 2012 gemacht. Damals hat man noch Dünnschicht-Sonnenzellen genommen, weil die normalen Sonnenzellen sind zu teuer waren. Heute würde man natürlich kristalline Sonnenzellen nehmen. Und das Interessante ist jetzt, dass der kombinierte Stromproduktionskurve ist hier die violette Kurve und die ist relativ ähnlich von Haushaltsstromverbrauchskurven am Tag. Also man kann jetzt quasi ein bisschen schauen, wer ich diesen Strom haben will, und entsprechend tut man nachher die Sonnenzellenflächen ausrichten. Ein Thema, das wir auch haben, ist, ja, wir brauchen auch noch ein bisschen Strom im Winter, wobei wir ja gesehen, Burgdorf ist dann gerade umgekehrt in Zukunft, aber im Moment, Winterstrom ist auch nicht schlecht, weil das mit den Windgeneratoren, das funktioniert nicht so gut in der Schweiz.
Und eine Möglichkeit ist, dass wir mit den PV-Anlagen in die höher gelegenen Lagen gehen. Dort haben wir höhere Erträge und wir können dann noch auch vertikale Flächen machen. Wir haben eine Forschungsanlage auf dem Jungfrau Joch auf 3.500 Meter. Wir sind dort senkrecht. Normalerweise hat er 70% Ertrag. Wir haben auf dieser senkrechten Fläche auf dem Jungfrau Joch einen Ertrag, wie wenn wir in Nordafrika wären. Also 50% mehr als eine optimale Anlage im Schweizer Mittelland. Und wir haben jeden Monat genau gleich viel Produktion. Also wir können ganz andere Stromverbrauch Produktionsprofil machen, wenn man die Anlagen ändert. Und das ist etwas, was man auch gemacht hat in einem Beispiel hier. Das ist ein saniertes Mehrfamilienhaus, 3 Parteien. Das hat ursprünglich ein Süd-Nord-Dach gehabt. Der Bauherr hat nachher gedacht, ich mache hier eine grosse Solarthermieanlage zum Heizen mit einem Speicher, der über alle Etagen geht. Der ist etwa 10 bis 12 Meter hoch, also praktisch wie das Haus um einen Speicher baut. Dann hat er sich überlegt, was das alles kostet. Das war ordentlich teuer. Und dann denkt er, ja, der ganze Raum, den der Speicher einnimmt, geht natürlich weg von der Wohnfläche. Und ist ein Ingenieur, der hat lange nachgedacht, was er machen soll. Dann hat er eine gute Idee gehabt. Er hat den Architekt gewechselt. Der Architekt hat natürlich etwas ganz anderes müssen machen als der Vorderarchitekt. Und der Architekt hat nachher das Hausdach gewechselt. Oder? Der hat das um 90 Grad gedreht. Das ist nicht mehr Süd-Nord, sondern Ost-West. Und hat jetzt das ganze Dach mit einer Indachanlage gemacht, 35 Kilowatt. Und damit produziert jetzt das Haus etwa 180% Energie, die die 3 Parteien brauchen. Also die brauchen zu wenig Strom. Und wenn man jetzt schaut, sieht man ein bisschen das Problem, dass die Anlagen haben, die so kräftig sind. Der Strom, den ihr direkt selber braucht, ist relativ klein. Im Sommer hat er einen wahnsinnigen Überschuss. Oder? Am Mittag machen da 20-30 Kilowatt, das braucht er natürlich nicht. In der Nacht, wo ihr ein bisschen Strom braucht, produziert es nichts. Das heisst, der Eigenverbrauch ist bei etwa 10%. Hier hat man noch Warmwasser gemacht mit einem Vakuumröhrenkollektor. Das ist eine nette Idee, aber das sollte man nicht machen. Das sollte man unbedingt mit Strom machen. Das ist mit der Grund, wieso man hier nur bei 10% ist, sonst wären wir bei etwa 20%. Wir haben dann ein bisschen gerechnet. Oder? Jetzt könnte man sagen, gut, dann nehmen wir eine Batterie, die tun wir drüber schon speichern und es nachts brauchen. Aber das bringt da nicht so viel. Wir haben hier mit der Batterie gespielt, das sind die 10%. Und bei einer 20 Kilowattstunden Batterie, das ist schon ordentlich gross, seid ihr nur 10% höher gekommen. Also das bringt gar nicht so viel. Wir haben dann empfohlen, sie sollen ein Elektrofahrzeug kaufen, das sie am Mittag aufladen, aber die haben gar keine Auto. Das nächste Objekt war ein Neubau, wo wir gerade kurz bevor sie fertig gebaut haben, nachher können eingreifen. Wir haben hier eine Diplomarbeit gemacht von diesen 2 Herren. Die sind diplomiert worden im Sommer. Das war ursprünglich eine südwärts gerichtete Photovoltaikanlage geplant. Die haben wir sofort gedreht auf eine Ost-West-Anlage. Da haben wir wieder den Effekt, dass wir morgen gibt es da schneller Produktion und so länger. Wir produzieren etwas weniger, also etwas weniger Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Aber uns interessiert ja dann eben, wie viel können wir selber verbrauchen. Das zeige ich noch im Detail. Also die Ost-West-Anlage, das ist etwas, was man unbedingt machen muss, wenn man Flachdächer hat. Wir haben 2012 ein Eishockey-Fußballstadion beübt in Biel, die heutige Tissot-Arena, und haben dort eine Bausumme von 3,5 Millionen. Dann haben wir eine südgerichtete Anlage gemacht. Mit diesen 3,5 Millionen hat das 900 Kilowatt Peak gegeben. Die haben die Finanzierung nicht zusammengebracht, weil das Biel ein Einkaufszentrum machen ist jetzt nicht die allerbeste Idee für einen Investor. Schlussendlich haben sie gleich noch einen gefunden und dann konnte man das Stadion bauen. Die Fußballmannschaft ist nicht besser geworden, aber mein Sohn hat sich etwas gebracht. Das sind die mit der Photovoltaikanlage. Die Fußballer haben nämlich keine. Sie sind selber schuld. Und dann haben wir 2 Jahre später eine Ost-West-Anlage gemacht. Also so. Jetzt haben wir 2,1 Megawatt drauf gemacht, also über doppelt so gross und haben immer noch 3,5 Millionen gezahlt. Das ist die Anlage, die jetzt ausgeschrieben worden ist und die nachher installiert worden ist, die läuft jetzt so. Der Vorteil ist, ihr könnt das ganze Dach komplett bedecken, ihr müsst nicht Abstand haben von dem Modul. Da hat man noch fürstliche Abstände gemacht zum Durchlaufen, das könnte man noch ein bisschen anders machen. Es war quasi eine Notplanung, oder? Da hat es schon blöde Sachen auf dem Dach, die man umfahren muss. Oder? Wichtig wäre, dass man das Zeug hinten am Nordrand versammeln würde. Das ist natürlich für einen Architekten ein bisschen schwierig. Wir haben nachher hier auch wieder geschaut, wie kann man den Eigenverbrauch hoch machen. Wir haben hier Warmwasserheizung mit Wärmepumpe. Tiefgarage für Elektrofahrzeuge. Das ist ein Mehrfamilienhaus mit 7 Parteien. Und da haben wir jetzt die neue Methode angewandt, die man seit 2018 hat, die Eigenverbrauchsgemeinschaft. Das heisst, der Strom wird jetzt zuerst allen Mietern verkauft. Und das kann man eigentlich selber abrechnen, aber Da ist in Heiteried im Freiburgischen, da ist Gruppe daheim und die haben natürlich gefunden, ja, wenn jetzt jeder da so eine Eigenverbrauchsgemeinschaft macht, oder, ist ja das wie, wenn die Stromverbraucher geschrumpft sind. Also die sieht nicht mehr 7 Parteien, sondern die sieht
hier nur noch ein Kabel mit einer Abrechnung und die Abrechnung von diesen 7 macht irgendeinen anderen. Das finden die natürlich gar nicht lustig, aber die müssen ein Geschäftsmodell, die Gruppe B hat das schon gehabt und die hat dann nachher dem Hausbesitzer das Angebot gemacht, jetzt haben die alles übernommen. Könnte man aber auch selber machen. Hier haben wir noch die Anlage gebaut. Das ist eine gute Methode, für schnell die Anlage zu stecken. Wir haben Drohnen, wo wir Infrarotaufnahmen machen. Das ist eine Diplomarbeit aus dem 14. Wir haben eben die südwärts gerichtete Anlage auf Ost-West gedreht. Wir haben hier einen besseren Tagesertrag, 22 kW gemacht, 2 Wechselrichter. Auch hier wieder der Eigenverbrauch ist bei 20%. Mit einer Batterie bringt man das ein bisschen auf. Wenn man das Haus anschaut, hat am meisten gebracht, wenn man hier die Südfassade gemacht hat. Das bringt mehr als eine Batterie. Batterien sind nicht unbedingt rentabel. Das kommt ein bisschen darauf an, was der für Rückspeistarif hat. Wenn wir jetzt also schauen, bei einer Photovoltaikanlage, wenn wir nichts machen, können wir etwa 20% vom Strom selber brauchen. Das heisst, von dem Strom, den ihr produziert, 20% könnt ihr zu 25 Grad berechnen. Und dann ist die Frage, ja, und die anderen 80%. Die liefert ihr am Stromversorger liefern. Und die haben hier ganz unterschiedliche Vorstellungen, was sie euch zahlen. Ich habe gehört, dass bei SAK bekommen etwa 4 Rappen, oder? Das haben wir ja mal im Kanton Bern. Und dann haben wir aber mit der BKW-Fraktur geredet. Jetzt gibt es etwa 9 Rappen. Das müsst ihr also auch noch machen. Wenn man natürlich so wenig bekommt, oder, dann sagt man ja Heiland, Donner, oder das ja Sauhung auf gut Deutsch gesagt, weil die verkaufen ja am Nachbarn den Strom für 25 Rappen und haben ihn für 4 Rappen eingekauft. Oder? Das ist ein Hammergeschäft für die, nur Risiko, 21 Rappen kassiert. Dann seid ihr natürlich motiviert zu sagen, gut, dann machen wir also Haushaltgeräte, machen, die dann laufen, wenn Strom produziert wird. Dann muss man sofort in die Wärmeerzeugung gehen, dann sagt man Sektorkopplung, also Warmwasserheizung. Nachher müsst ihr ziemlich schnell ein Elektrofahrzeug kaufen, das dann eben laden und eben dann kommt noch Batterie. Also bei 4 Rappen ist die Batterie schon etwas, was man sich langsam überlegen kann. Aber das ist mehr einfach, weil der Rückspeistarif zu klein ist. Da muss man gescheiter mit dem Stromversorger reden. Und bei den Mehrfamilienhäusern, eben wie ich gesagt habe, die Eigenverbrauchsgemeinschaft, das ist, was man heute macht, das heisst hier Zusammenschluss Eigenverbrauchsgemeinschaft, ZEF, oder? Da muss man noch ein bisschen Bürokratie machen und Verträge. Weil da ist natürlich wichtig, dass jeder von diesen Mietern das bekommt. Und die ködert man natürlich damit, dass sie etwas weniger Strom zahlen, wenn sie Sonnenstrom beziehen, weil der ist ja billiger als 25 Grad. Und nachher kommen wir eigentlich schon zum Schluss. Und das ist noch das Elektrofahrzeug. Das muss auch noch hin. Jetzt liest man immer, Elektrofahrzeuge seien so teuer. Das stimmt wirklich, oder? Die Elektrofahrzeuge früher waren teuer. Das hat mal 55.000 Franken gekostet vor 6 Jahren. Das kostet heute auch nicht mehr so viel. Das braucht etwa 2,5 kW Photovoltaik, das kostet 5'000 Franken. Und wenn ich also jetzt die Photovoltaikanlage habe, das ist hier bei uns vor der Fachhochschule, das heisst, das ist Benzin für die nächsten 30 Jahre. Das heisst, das Benzin für die nächsten 30 Jahre kostet 5'000 Franken. Wenn ihr ein Benzinfahrzeug hättet, würde das etwa 900 Liter brauchen, mal 1,50 Franken, ein bisschen mehr, also etwa 1'500 Franken. Mal 30 gibt etwa 45.000 Franken. Oder jetzt seht ihr schon, 45.000 Franken im Vergleich zu 5.000 Franken. Da spart ihr ziemlich viel Geld. Also im Betrieb ist das viel günstiger. Es war gerade heute in der NZZ ein Artikel gesehen über Energiewende in Deutschland. Und da ist irgendeiner von der Uni Magdeburg, muss das gewesen, gestern ist es gesehen, gerechnet so. Ja, das gibt ganz einen schlechten CO2-Preis. Der hat vergessen, dass das Elektrofahrzeug nicht nochmal gekauft wird. Das fährt nachher noch rum. Und nachher wird es eben viel billiger. Das heisst, es ist heute billiger, mit einem Elektrofahrzeug rumzufahren, als mit einem Benzinfahrzeug. Es wird da viel lamentiert, wenn man da die Fahrzeugberichte liest, oder die Autojournalisten wilde Sachen schreiben über Batterien, graue Energie, seltene Erden und so. Ganze Abhandlungen, das haben die nie gemacht früher, obwohl man das bei den normalen Benzinauto und den Motorenlegierungen ja könnte. Wenn ihr die graue Energie für so ein Fahrzeug weitersetzen, müsst ihr noch 150 Watt Peak machen, also etwa noch 6% und dann habt ihr die graue Energie ersetzt. Dann kommen wir noch zum CO2-Ausstoß. Frau Leuthard hat ja angefangen, die Bundesratslimousine mit einem Tesla zu ersetzen. Frau Sommaruga macht das auch. Und dann hat man hier die wildesten Diskussionen gesehen, oder? Und ich habe dann auch gerechnet, wie das aussieht, wenn man die verschiedenen Strommixen würde nehmen würde. Wenn es nach Hause würde gelingen, nur Braunkohlenstrom zu nehmen, dann sind ihr tatsächlich höher als bei einem konventionellen Fahrzeug. Nur das könnt ihr gar nicht machen. Wenn also Frau Merkel würde ihre schwarze Limousine mit einem Tesla ersetzen, das gibt jetzt ziemlich zu reden, dann müsste sie den deutschen Strommix nehmen, dann wäre sie bei 96, also das wäre etwa die Hälfte von dem, was sie normalerweise hat. Und der Schweizer Strommix ist natürlich viel besser. Also Frau Leuthard hat das richtig antizipiert.
das überspringen wir gerade. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wenn wir so viel Photovoltaikstrom haben, was machen wir mit dem, oder? Und das ist etwas, was der Herr Heberlin, mein Vorgänger, schon vor 10 Jahren in seinem dicken Fachbuch beschrieben hat. Wir produzieren den Photovoltaikstrom natürlich immer durch den Tag. Das ist der Schweizer Stromverbrauch. Das ist die Bandproduktion der Laufkraftwerke. Die AKW sind alle abgestellt. Und wenn wir jetzt doch zu viel Produktion haben, können wir am Mittag die Leistung beschränken. Das könnt ihr im Wechselrichter einstellen. Und dann braucht es keine Speicherung, kein Smart Grid, keine Elektrofahrzeuge. Wir machen da noch überhaupt nichts. Pumpspeicher weg brauchen wir auch nicht. Wenn wir jetzt noch weitergehen und sagen, wir wollen noch viel mehr Photovoltaikstrom machen, dann können wir die Leistung auf 50% limitieren. Dann verlieren wir etwa 18% von Energie. Das kostet also 18%. Die können nachher Verbraucher einschalten. Bei uns in Burdorf zum Beispiel ist es am Bäcker verboten, am Mittag zu backen. Also sein Backofen wird blockiert vom Elektrizitätswerk, weil am Mittag haben wir zu wenig Strom, scheint es in Burgdorf. Aber in Zukunft werden wir am Mittag zu viel haben. Das heisst, man macht eine umgekehrte Bäckersteuerung und sagt, die Bäcker müssen alle am Mittag backen. Das ist nicht so kompliziert. Das kann man rundsteuern, kann man das einstellen, dann die Wärmepumpe, die Elektrofahrzeuge, die Ost-West-Installationen, Batterien. Wenn wir das machen, können wir 600% machen, wir kommen also für etwa unsere 30 Terawattstunden, die Pumpspeicherwerke und Netzverstärkung machen wir immer noch nicht. Das wäre mal, was wir könnten machen, 30 Terawattstunden. Jetzt, was machen wir im Moment? Im Moment machen wir etwa 250 bis 300 Megawatt, das ist zu wenig. Wir sollten etwa 4-mal mehr machen und dann kämen wir in etwa 20 bis 30 Jahren auf die 30 Terawattstunden. Also man muss vor allem jetzt schauen, dass man mehr Photovoltaikanlagen macht. Wenn man nachher noch weitergeht, was ist das Nächste? Das Nächste ist natürlich die gesamte Energieversorgung 100% erneuerbar. Das hätte man sich auch noch nicht vorstellen, dass das möglich ist. Es gibt verschiedene Studien, die das zeigen. Das ist eine von der Universität Stanford in Kalifornien. Da gibt es einen netten Professor, der Herr Professor Jacobs, und der hat ein Projekt, das heisst The Solution Project, also die Lösungsprojekt, kann man googlen. Und dann hat er für jedes Land auf der Welt hat er das gerechnet. Und für die Schweiz heisst das, wir brauchen 40% weniger Energie, wenn wir das machen als Business as usual im 2050. Wir machen 80'000 Jobs machen in denen, die die Anlagen bauen. 80'000 betreiben die Anlagen, etwa 50'000 installieren. Und schlussendlich kostet unsere Energie im Schnitt 6,2 Rappen statt 8,2. Das heisst, das Ganze ist noch billiger. Das ist die Zukunft, das ist das, was meine Studenten machen können. Ich bin dann schon pensioniert oder gestorben. Wenn ich zusammenfasse, kann ich sagen, die Photovoltaikanlagen gehen langsam Richtung 40 Jahre Lebensdauer. Das ist das, was wir alles ausrechnen. Dass wir die Energiestrategie 2050 realisieren können, länger Dächer und Fassaden. Man muss aber gut schauen, dass man die Dächer ordentlich planen und die Anlagen möglichst optimal gross macht, wenn man bestehende Häuser hat, etabliert sanieren, damit man den Steuerabzug optimieren kann. Und schlussendlich ist der Hausbesitzer eigentlich Schlüsselelement von diesem ganzen Energiewandel. Der spart dann nachher auch Steuer- und langfristige Kosten. Das ist also schlussendlich günstiger, wenn man umstellt auf erneuerbare Energien und auf die Elektromobilität. Voilà, das wäre es gewesen. Das Ganze wird noch zugeschickt von mir allen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir ein E-Mail schicken. Besten Dank.